Am 4. September wird in Mecklenburg-Vorpommern der Landtag gewählt und auch Sie kandidieren im Wahlkreis 16 als Direktkandidat für die SPD. Vielleicht stellen Sie sich erst einmal kurz vor, Herr D'Acunha. Ja, mein Name ist Philipp D'Acunha. Ich bin 29 Jahre und komme aus der Badachstadt Güstrow. Ich bin hier zur Schule gegangen und war zum Studium in Rostock und habe an der Universität Rostock habe ich meinen Studienabschluss als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik gemacht. Und ich wohne hier mit meiner kleinen Familie, meiner Frau und meiner fast zweijährigen Tochter in Güstrow. Wo engagieren Sie sich denn jetzt schon ehrenamtlich? Also ich bin Mitglied der Stadtvertretung der Badachstadt Güstrow, ich bin Mitglied des Kreistages und in der Stadtvertretung übe ich unter anderem das Amt des ersten Stellvertreters, des Präsidenten der Stadtvertretung aus. Darüber hinaus bin ich in meiner Partei, in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands aktiv. Dort bin ich unter anderem stellvertretender Kreisvorsitzender und ich habe auch schon relativ früh im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Güstrow angefangen, wo wir damals unter anderem eine Unterschriftenaktion für die heutige Oase initiiert haben. Und danach war ich unter anderem in der Jugendfeuerwehr und später auch als im aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Und ansonsten bin ich im Segelverein und mache nebenbei mal ein paar Sachen, wenn noch Zeit bleibt. Sie sind eng in die kommunale Arbeit vor Ort eingebunden, das hörten wir ja gerade. Warum wollen Sie denn nun in den Landtag? Ja, das stimmt. Also die kommunale Arbeit habe ich wirklich in den letzten Jahren lieben und schätzen gelernt. Das ist wirklich eine Arbeit, wo man vor Ort mit den Menschen gut zusammenarbeiten kann. Man sieht die Ergebnisse, die man beschließt. Sie werden meistens auch direkt umgesetzt oder man sieht das Resultat. Man wird von den Leuten angesprochen und kriegt auch Feedback, das man dann häufig auch auf kurzem Dienstweg weitergeben kann. Ohne dass es groß öffentlich wird, kann man dann an Problemen arbeiten. Aber ich hab gemerkt, dass man deutlich, dass man sozusagen eine deutliche Verzahnung zwischen Landes- und Kommunalpolitik ist und da möchte ich gerne sozusagen mitgestalten, dass halt auch mehr Handlungsspielraum für Kommunalpolitik da ist. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass ich als Ingenieur war ich in meiner Partei und darüber hinaus auch häufig so einzeln in diesem Segment und war immer schon interessiert an den komplexen Zusammenhängen und den komplexen politischen Sachen. Und deswegen möchte ich mich auch gerne mit den komplexen Sachen wie Energiewende, Verkehr und Infrastruktur und so denen, wo sich nicht ganz so viele rantrauen, möchte ich mich gerne auseinandersetzen. Ja, und falls Sie gewählt werden, ist natürlich interessant, was wollen Sie denn für Güstrow erreichen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe in Güstrow als Mittelzentrum hat die Region schon ein gutes Standbein und ich denke, daran müssen wir arbeiten, dass es so bleibt und ausgebaut wird. Wir müssen die Zukunft gestalten. Das heißt, wir müssen auch für Güstrow müssen wir auch landesweit für den Breitbandausbau uns einsetzen, dass wir halt auch wirklich eine gute Infrastruktur haben. Denn nur wenn wir sowohl für die Menschen als auch für die Unternehmen attraktiv sind, können wir Güstrows Zukunft gut gestalten. Und deswegen müssen wir auch weiter in die Schulen investieren. Wir haben ja gerade auch als in der Stadtvertretung haben wir auch gerade das Projekt mit der Thomas-Münzer-Schule, wo halt auch wo das Land beteiligt ist und Europa und ähnliche Vorhaben. Wir müssen in Zukunft halt auch weiter in unsere Kindergarten und natürlich Gesundheitswesen, in unser Krankenhaus investieren. Und ich denke, da möchte ich mit bei sein und halt viel auch für Güstrow rausholen. Und was meinen Sie, auf welchen Gebieten sollte denn das Land die Kommunen, also auch die Barlachstadt Güstrow, mehr unterstützen? Ja, also mir fallen da verschiedene Sachen ein. Ich glaube, ganz aktuell sind die Integrationskosten. Da müssen wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunen die kompletten Kosten, die jetzt anfallen für die Integration, die wir alle wollen, dass es nicht aus dem laufenden Haushalt genommen wird, ohne dass da Einnahmen zukommen. Das heißt, da müssen wir stark unterstützen. Ich habe ja eben schon von Investitionen in Schulen und Kitas gesprochen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kitas halt auch, dass der Beitrag für die Eltern sinkt. Da haben wir als Partei auch einen guten Vorschlag, glaube ich. Ich glaube, tendenziell sind viele der Meinung, dass die Kitas irgendwann beitragsfrei sein müssen, dass wir die Bildung von der Krippe bis zum Studium kostenlos haben. Und da wollen wir jetzt schon mal die Eltern deutlich entlasten, sodass wir irgendwann zu dem Ziel kommen. Und natürlich müssen wir, wie eben schon gesagt, Breitbandausbau landesweit, wir müssen die Infrastruktur fördern, wir müssen, dass die Straßen ausgebaut werden. Natürlich muss die Gesundheitswesen, da müssen wir die Kommunen beteiligen. Und ich denke, besonders halt auch Städtebau, da hat Güstrow ja auch sehr viel von, dass wir in den Städtebau investieren.
Eine Frage, die auch sehr dringlich erscheint: Warum sollten denn wahlberechtigte Bürger überhaupt an die Wahlurne gehen, also am 4. September auch ihre Stimme abgeben? Ja, Wahlen sind natürlich immer ein Teil der demokratischen Legitimation. Wir möchten Mecklenburg gestalten. An dieser Stelle haben wir ja Mecklenburg-Vorpommern. Für 5 Jahre soll das Ganze. Und wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Mecklenburg sich gut entwickelt hat. Und deswegen möchte ich die Leute aufrufen: Gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie ihre demokratisches Recht, Ihr hart erkämpftes Wahlrecht wahr. Am besten bringen Sie Ihre Freunde mit oder sagen Ihnen auch Bescheid, dass Sie hingehen sollen. Weil sie haben jetzt für 5 Jahre die Chance, Mecklenburg-Vorpommerns Zukunft zu gestalten. Und an der Stelle möchte ich Sie bitten: Wählen Sie nicht aus Protest. Bevor Sie aus Protest Ihre Stimme abgeben, das ist kein guter Weg. Schreiben Sie mir lieber, drücken Sie all Ihren Protest aus oder schreiben Sie den anderen, sprechen Sie uns an. Und wählen Sie lieber so, dass Mecklenburg eine gute Zukunft hat und dass wir Mecklenburg-Vorpommern halt auch weiter uns toll entwickeln können. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.